Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und ja, diese Folge, liebe Leute, steht im Zeichen der Veränderung. Direkt mal vorab, weil ihr könnt es schon hier am Bildschirm sehen. Ich habe tatsächlich die Namen der Städte geändert. Ein bisschen Englisch gehalten hier mit Suburbs, Groß-Sebi-Town. Hier ist das normale Sibitown, hier einfach die Industries. Ne? Also ich habe es tatsächlich geschafft, die Städte überhaupt umzubenennen, weil ihr hattet immer bemängelt, dass die Städte alle neue Stadt heißen. Und ja, das hat sich jetzt geändert. Und jetzt gibt's noch eine Sache zu erzählen. Und zwar, ich habe tatsächlich jetzt 2 oder 3 Tage tatsächlich vor diesem Spiel gehockt und habe mir diese Region mal kopiert. Für eine Testregion, um endlich mal bei der Hauptstadt weiterzukommen. Es hat nichts geholfen. Ich habe die Steuern runtergesetzt. Es wurde nach einer Zeit Stillstand. Ich habe neue Städte aufgemacht. Es bringt nichts. Es hat nichts gebracht. Es hat alles nichts gebracht. Ich hab hier ungefähr die halbe Region vollgebaut. Es hat nichts gebracht, in dieser blöden Hauptstadt hier die Nachfrage hochzutreiben. Und, ja, in unserer Hauptstadt hat sich jetzt auch einiges geändert, weil wir brauchen jetzt mal Wasser, scheinbar. Aber weil, schau ich das an, wir haben Gewerbenachfrage. Und wisst ihr warum? Schaut mal hier. Da. Ich habe tatsächlich einen Mod installiert, der uns Gewerbenachfrage gibt. Es ist jetzt ein kleiner Eingriff natürlich in die Spielmechanik, aber ich glaube, nach diesem langen Hin und Her haben wir uns das wirklich verdient. Nach 75 Folgen haben wir uns verdient, mal einen Mod jetzt zu benutzen. Und ich habe mich hier für die Gewerbenachfrage entschieden. Ihr seht das, hier kann man noch andere Sachen machen, ne? Also Industrienachfrage kann man zum Beispiel machen, erhöhen. Oder man kann auch hier die Krankenhäuser, dass man nur noch ein Krankenhaus pro Stadt oder so braucht. Feuerwehren, dass man die deaktiviert, dass man die nicht mehr braucht. Polizeikriminalität sinkt bei 25%. Und dieser ganze Kram, den habe ich alles. Also ich habe mich wirklich nahe am. Auch hier, dass man nur noch eine Schule braucht oder so. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Ich habe nur wirklich. Jetzt bin ich schon 3 Minuten am Labern, aber es ist halt. Ich habe nur die Nachfrage erhöht. So, und folgedessen haben wir hier unsere Gewerbesteuern auf 5% und wir haben Gesundheit und die Bildung ganz oben. So, und was wir jetzt halt machen können. Ihr seht, also die Nachfrage hier ist noch normal und die Nachfrage hier ist noch normal. Es geht halt nur um diese 3 Balken. Na? Und es ist halt so krass gewesen. Ich habe wirklich so lange jetzt hier vorgehockt. Einfach um zu. Warum geht das nicht? Hä? Warum kann ich mir kein Wasser kaufen von euch? Ich habe jetzt so lange davor gehockt. Wir müssen noch mal kurz in die andere Stadt wollen, weil irgendwas ist da falsch. So lange davor gehockt und habe alles versucht, aber es gab einfach keine Lösung, um diese blöde Nachfrage zu steigern. Deswegen habe ich einfach wie gesagt so, okay, es gibt diese Mods, warum nutzen wir die jetzt nicht einfach mal nach gefühlten 100 Folgen? Und genau, hier, da ist er nun, der Mod. Und so. Wir müssen noch ein paar Müllkraftwerke ruhig hier auch. Und damit wir endlich mal Fortschritt in der Hauptstadt haben, weil das wird langsam echt lang. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut mit versuchen. So, wir brauchen Müllkraftwerke. So, dann importier mal bitte den Müll. Nachbarschaftshandel, Müllimport. So, wunderbar.
Und ja, ups, 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 warum? Diese blöden Umweltschützer wieder, ne? Diese blöden Umweltschützer immer. Mensch, die sind ja wie im richtigen Leben, legen alles lahm hier. Ja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen was klicken. Es tut mir leid. Aber das war schon eine echt krasse Story. Also ich habe wirklich, also heute ist Sonntagabend. Ich habe wirklich von, keine Ahnung, Mittwoch bis heute, habe ich immer wieder bei SimpleCity4 reingeguckt und um zu gucken, ja, was, keine Ahnung, was man da machen kann halt, ne? Und, ach, jetzt ist wieder ein neuer Monat, deswegen nochmal neu klicken. Und wie gesagt, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe es mit den Verbindungen zur Nachbarstadt versucht, eine U-Bahn in der Nachbarstadt, alles Mögliche. Es hat nichts gefruchtet, rein gar nichts. Und deshalb, ja, habe ich es jetzt am Ende tatsächlich aufgegeben. Und deswegen tatsächlich jetzt dieser Mod. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich darauf zurückgreife, aber seid mal ehrlich. Ihr würdet es auch irgendwann machen. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr so lange das versuchen würdet. Da hättet ihr auch irgendwann keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht, was wir da falsch gemacht haben könnten. Es kann sein, dass wir da tatsächlich, dass wir da tatsächlich zu schnell die Hauptstadt aufgebaut haben. Das kann sehr gut sein. Ne? Weil eigentlich soll man so eine Skyline-Stadt tatsächlich als letztes machen und am Anfang die Vororte und alles. Aber, oh, das reicht nicht, verdammt. Das reicht immer noch nicht. Oh, bitte, wie viel Wasser verbrauchen wir denn? Hallo? Wow. Okay, wir brauchen noch mehr Wasser. Alles klar. Dann machen wir hier mal weiter. Weil, wie gesagt, Freunde, wir sind es scheinbar falsch angegangen, dieses Spiel, von Anfang an. Deswegen habe ich mir jetzt so gesagt, so okay, wir haben schon, das Projekt läuft schon so lange und ja, benutze einfach diesen Mod. Benutze einfach diesen Mod. So, haben wir jetzt, können wir jetzt hier weiter was verkaufen oder was ist hier los? Ach, Umweltschützer. Jetzt nicht euer Ernst. Jetzt nicht euer Ernst. Ihr wollt noch ein Ding ja haben. Ja, dann mach. Das gibt's doch nicht. So, es geht wieder zurück. Mein Gott. Ach, Scheiße. Shit. Ja. Das ist scheiße gelaufen gerade tatsächlich. Diese Meldung kommt, wenn man das Spiel verloren hat. Ja. Zum Glück haben wir diese Meldung anderweitig noch nie gesehen. Diese blöden Umweltschützer mit ihren Wasserpumpen trockenlegen. Mann. Das ist wirklich super feierlich. So. Wir importieren ordentlich. Wir exportieren ordentlich Wasser. So. Das Maximum. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay, das fliegt bald in die Luft. Kraftwerk kommt in die Jahre, ja. Aber nicht weiter schlimm, das machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten verloren. Wo ich einfach ein bisschen was erklärt habe, aber das muss sein, damit ihr das nachvollziehen könnt. So, aber ganz so viel Wasser brauchen wir dann nur auch wieder nicht, oder? Das kann man mal abbrechen, so. Wir haben nämlich auch Müll importiert. Das ist ganz geil gewesen, ja. So, Nachbarschaftshandel. Wasser, bitte weniger. So. Genau, das reicht auch. Dann können wir sogar noch einen runter. Wasser. Ja, das jetzt ist natürlich das Gebäude verlassen, ne? Ah, nee, das war schon zu viel. Okay. Und dann brauchen wir, mehr. So. Genau. Ja, da müssen wir euch leider abreißen hier. Ja, wobei, das würde ich... Ah, okay. Das hat sich schon beruhigt, alles klar.
Gut, durch diese ganze Änderung machen wir erstmal hier den Bäumetrick auf der ganzen Stadt. Einfach damit neue Jobs hier entstehen, weil ihr seht, da kommen schon wieder die Gebäude. Weil wir bauen tatsächlich jetzt Jobs. Tatsächlich. Weil, naja, wenn die Leute hier arbeiten gehen, müssen sie auch hier wohnen. Ah, ne, ist Wohnungen da oben. Okay. Müssen sie auch hier wohnen, und wenn sie hier wohnen, dann können sie hier zur Schule gehen und bilden sich. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Durch diese gebildeten Leute entstehen dann halt auch Gewerbejobs. Ja, ich weiß, es ist krass komplex, aber es ist so. Es ist tatsächlich so. So, okay. Das heißt aber auch, dass wir hier irgendwas... Wir müssen... Wir brauchen mehr Geld. So, ich glaube, wir können jetzt anfangen, wieder endlich mal wieder ganz normal weiterzubauen. Ach, wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht jetzt hier? So, wir ziehen ein neues Gewerbegebiet auf, würde ich sagen. So, genau. Ja, und das hat mich halt, wie gesagt, 3 Tage meines Lebens gekostet, dieses Spiel. Aber, wie gesagt, am Ende lohnt sich das. Weil, noch was habe ich festgestellt. Es gibt 5er-Gebäude bei den Gewerbedingern. Tatsächlich, ja. Es gibt nicht nur 4x4, es gibt auch 5x5-Gebäude. Die werden gleich hoffentlich rauskommen. Ja, seht ihr das? Guckt euch das an. Da kommen riesen Gebäude raus. Wir haben ja, verkehrstechnisch haben wir ja hier schon einiges angelegt, aber wir machen einfach weiter mit Bus und U-Bahn. Boah, endlich mal wieder bauen, Leute. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Ah, was freue ich mich. Endlich einen inoffiziellen Weg gefunden zu haben. Das war schon echt krass. Also, oh, jetzt haben wir hier Blackouts. Okay. Beziehungsweise Brownouts. Das heißt, wir müssen nochmal den Nachbarschaftshandel nochmal mehr Energie kaufen. Meine Güte. Wir sind immer noch 30.000 im Minus. Also, wie gesagt, Geld kaufen, habe ich gesagt, mache ich nicht. Also, wie gesagt, Geld entschieden. Ich fühle mich ja so schon scheiße, dass ich das machen musste jetzt mit dem Mod. Aber, wie gesagt, wir cheaten. Gibt's bei mir nicht. Ne, gibt's einfach nicht. So, und dann würde ich vorschlagen, wir ziehen ein neues Wohngebiet auf. Jetzt geht's nämlich mal richtig los hier. Alles klar. Wohngebiet ist tatsächlich 4x4, glaube ich, das Maximum. Jawohl. Machen wir das so. Bei Gewerbegebiet sind es 5x5 Bereiche tatsächlich. Bei Wohngebiete 4x4. Also zumindest weiß ich davon. Es kann ja auch gut sein, dass ich mich irre. So. Ist klar. Schön miteinander verbinden. Sehr schön. Dann können hier mal neue Leute dazukommen. So. Wunderbar. Zack, zack. Jawohl. Und weiter geht's. Am besten hier direkt noch. So, dann hier vorne noch. Dann machen wir hier gleich nochmal eine schöne Autobahnüberfahrt drüber. Damit hier auch schön, euch wohlfühlt, ne? Beziehungsweise schnell zur Arbeit kommt. Das ist euch ja auch so wichtig hier. Gut, dann ist auch schon wieder die halbe Folge rum, oh Mann. Ja, sorry, aber ich wollte halt, dass ihr wisst, warum ich so handle, wie ich handle. Ja, deswegen... So, wir machen mal hier eine Einbahnstraße. Eine Allee. Und wieder die Monorail. Genau, da kriegt ihr nämlich auch hier eine eigene Station. So, wunderbar, da kommen sie doch schon hier. Schaut euch das an. Da kommen sie doch schon. Und ja, im Prinzip in meinem privaten Durchgang war ich am Ende bei 2,5 Millionen Einwohnern. Und, ja. Mit weiterem Wachstum. Also es scheint ein guter Weg zu sein, den wir da gefunden haben. Und die brauchen Wasser. Ja.
Ganz klar, die brauchen Wasser. Ja, wenn alles gut läuft, jetzt durch dieses neue Wachstum, kann es gut sein, dass wir in 2 Monaten hiermit durch sind mit dem Projekt. Weil diese Folge kommt tatsächlich 1 Woche vor meinem großen Urlaub. Und in der Zeit werde ich natürlich keine Videos hochladen. Aber dazu kommt nochmal separat ein Video, wenn wir kurz vor Weihnachten sind. So, wir brauchen noch mehr Wasser, habe ich das Gefühl. Meine Güte. Was verbraucht ihr an Wasser hier? Das ist echt krass. So, Bildung habt ihr ja, oder? Schulen habt ihr ja. Mhm. Und eigentlich könntet ihr euch mal bewegen hier. Ach, oder ihr wollt wieder... Ihr habt wieder Sonderwünsche, ne? Ja, ihr habt wieder Sonderwünsche, alles klar. Ich merke das schon. So, die mögen es nicht, wenn man das so zusammenzieht, diese Wohnungsgebiete. Ich merke das schon. Aber okay. Würde ich mal vorschlagen, machen wir weitere Arbeitsplätze hier. Gut. Einmal so verbinden. Dann einmal so verbinden. Dann wollte ich... Ah, Moment. Mach das mal ein bisschen hier, weil hier würde ich gerne den nächsten Hafen hinbauen. So. Ich glaube, den Hafen machen wir sogar zuerst. Ach, guck mal. Ja gut, aber... Machen wir den mal hier so hin, würde ich vorschlagen. So. So, dann haben wir einmal Auto- und Passagierfähre. Ja, das passt doch perfekt da rein. Schaut euch das an. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen. Schaut mal. Wir können ihn einfach so verbinden. Den Hafen. Das ist natürlich auch genial. Gut, dann. Jawohl. Schaut euch das an. So. Einmal 4x4. Einmal 5er. Und dann hier zwischen... Ah, okay. Es reicht doch nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass das ausreichen könnte. Ah, so. Okay. So passt es. Ja, sehr gut. Schaut euch das mal an. Die nutzen das sogar. Oh ja, die nutzen das. Schaut euch das an. Ja. Landstraße. Schaut euch das an. Der Schiffsverkehr hier nimmt rasant zu. Meine Güte, alles nur durch diesen einen Mob, den ich da hatte. Aber ist echt krass, also so viel Zeit, wie ich da verloren habe, ne? Da hätten wir noch Stunden verbringen können hier. So. Das einmal so. Und dann können wir hier vielleicht nochmal eine große Plaza machen. Nee, leider nicht. Weil diese... Die Mechanik mit den großen Blasers ist natürlich gleich geblieben, ne? Die ganze Spielmechanik ist komplett gleich geblieben, außer dass halt jetzt die Nachfrage da ist, ne? Man muss immer noch aufpassen, was man macht, natürlich. Nicht, dass man zu wenig Einwohnernachfrage hat, zum Beispiel. So, dann machen wir hier mal einfach so. Ja, obwohl, nee. Wir machen es mal so. Oh. So, genau. Und dann einmal. Dann einmal so, genau. So. Haben wir nämlich eine schöne Struktur. Und dann brauchen wir hier noch ein Verkehrsnetz. Aber das ist ja kein Thema, das kriegen wir ja hin. Guck mal, da kommen sie doch direkt, Mensch. So, dann hier oben einmal Bushaltestelle U-Bahn, dann hier einmal Bushaltestelle U-Bahn, dann hier noch einmal Bushaltestelle U-Bahn. Wir machen schön strukturiert weiter hier. Kranker Busfach. Danke. Aber. So, und zack, zack, zack.
So macht das doch schon wieder viel mehr Spaß, oder findet ihr nicht? Ich finde schon. Das macht viel mehr Spaß als dieses ganze Rumgeboxe da, was wir da gemacht haben. Das war schon echt krass, ja. So. Hier oben hätte, könnte man vielleicht. Oh, nee, das passt eigentlich, oder? Da könnte man vielleicht noch eine U-Bahn-Station machen. So. Wenn das ist sowieso so hervorgehoben, vielleicht war da schon mal was. Hier rüber geht's ja nicht, ne? Nee. Okay. Gut. Dann machen wir euch mal den Bäume-Trick hier. Die Bäume. Richtig krass. Ach, und ihr wollt wieder eine Extra-Wurst. Okay, dann kriegt ihr eure Extra-Wurst. So. Okay, dann kriegt ihr eure Extra-Wurst halt. Okay. Warum kommt da nichts? Aha. Aha. Okay. Mehr Arbeitsplätze, bitte. So, dann können wir hier ja auch eine schöne... Ja, ganz genau. Eine Auffahrt. Ja, komm, lass uns das machen. Passt schon. So, dann... Weiter geht's. Zack und zack. Verkehrsanbindung haben wir da ja schon, ne? Deshalb... Machen wir hier nur Gewerbeflächen hin. Warum nutzt ihr das hier nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber... Na gut, dann ist es halt so. Dann machen wir es halt so, genau. Und mal gucken, vielleicht braucht ihr hier auch einfach neue Einwohner. Ah, die Finanzen wachsen nicht schnell genug. Ich muss einmal ganz kurz noch die Bildung unterschrauben. So. Ah, da kommen sie doch. Da kommen sie doch. Dieses Wachstum ist einfach herrlich, oder? Findet ihr nicht? Dieses Wachstum ist herrlich. Es geht sogar noch höher, aber ich lasse das mal. Ich lasse das mal so, wie es ist. Mach ich nochmal schön Bäume-Trick. Ah, jawohl, schaut euch das an. Guckt euch das an. Das ist einfach herrlich. Dieses Wachstum. Und genau dieses Problem. Kein Job. Die Leute sind eingezogen, ihr habt das ja noch gesehen. Die Leute sind eingezogen, um dann direkt wieder auszuziehen. Weil keine Jobs da waren. Für die. Um dann direkt wieder... und dann sind die Wohnungen leer und dann sind sie wieder eingezogen. Und dann direkt wieder ausgezogen und wieder eingezogen und wieder ausgezogen. Also dieser Teufelskreis. Und ja, das war auch so ein Problem. Aber das haben wir ja jetzt auch behoben. So mit etwas inoffiziellen Mitteln, aber meine Güte. Mein Gott, also das kann man schon mal machen, denke ich. So. Wir machen einmal hier eine Landstraße hin. Ah, dann kann man das doch perfekt damit verbinden. So. Jetzt diese Brücke ist nämlich auch schon angebunden und dann haben wir auch schon... Schaut euch das an. Dann haben wir hier den ganzen Bereich schon vollgebaut. Dann kommen wir in der nächsten Folge wahrscheinlich schon bis hier hin und dann sind es nur noch dieser Bereich hier. Also es neigt sich tatsächlich der Komplettierung zu. So, die Einrichtung machen wir mal hier hin. Polizei, Krankenhaus... Eine Grundschule, eine große. Ah, warte mal, können wir vielleicht sogar eine große weiterführende Schule. Ah, ne, passt hier hin. Okay, wunderbar. Große Grundschule dann da rein. Genau. Und eine Feuerwehr brauchen wir noch. Ja, perfekt. Das passt doch wunderbar da rein. Und ja, dann. Ja, passt. Passt wunderbar. Sehr schön. Ja, mir brennen so ein bisschen die Augen tatsächlich. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel SimCity 4 gespielt. Echt nicht mehr feierlich. Aber, wie gesagt, alles für SimCity 4, weil das ist wirklich ein
Spiel, was es wert ist, wirklich. So. Macht unglaublichen Spaß. So. War hier nochmal Bus und Bahn. Neue Wohngebiete erschließen, genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist, schaut euch mal die Steuern an. Wir haben 25% arme Bevölkerung und 92.000 reiche Bevölkerung. Beziehungsweise die Steuern. Das soll so auch nicht sein. Normalerweise müssten die meisten Einkünfte durch die meisten ärmeren Bevölkerungsschichten kommen. Aber, naja. Ach, guck mal, die streiken schon. Wer streikt denn hier? Ich höre doch da schon was. Das Krankenhaus, sehr gut. Das Krankenhaus war klar. Aber wie gesagt, im echten Leben ist es ja auch so, dass die armen Leute die meisten Steuern beitragen, ob es jetzt fair ist oder nicht. Aber es ist so. Ne? Und deshalb... Wow. Ja, guckt euch das an. Das ist mega geil. Mega geil, dieses Wachstum jetzt. Mega. So, okay. Dann können wir Einbahnstraßen ziehen. Immer so. Einmal so und einmal so einen schönen Ring. Dann kann es weitergehen. So. Ja, obwohl das, was das hier unten war, falsch. So. So muss das. Genau, so rum. Damit wir hier das schön erschließen können und euch auch an die Monorail anbinden, ne? Genau. Verkehrsanbindung ist immer wichtig. Mal gucken, ob die schon genutzt wurde. Oh, schaut euch das an. Wird schon heftig genutzt hier. 500%. Boah, die öffentlichen Verkehrsmittel hier in unserer Stadt sind echt wie in Indien, habe ich das Gefühl. Okay. Gut, ich meine, wenn die Leute den öffentlichen Verkehr so nutzen, ich meine, ist doch gut. Ist doch echt gut. Haben wir hier schon eine U-Bahn eigentlich? Na, da könnte man eine hinmachen. Dann machen wir das noch. Einmal eine U-Bahn-Station, bitte. Dann nochmal verbinden, nicht vergessen. So. Und ja, hier vorne kann man auch noch sowas hinmachen. Das halt die U-Bahn. So, jawohl. Hier nämlich auch eine schöne Verbindung. Warum geht das denn jetzt nicht? Warum geht das nicht? Naja. Okay. Oh mein Gott, dann ist die Folge gleich schon voll. Ach, genau. Das Geschenkchen hier. Die Cop Towers. Das muss ich auch noch machen. Ich muss noch die Geschenke runterladen. Ach, verdammt. Jetzt habe ich aus Versehen hier... Ah. Ich hoffe, dass wir die Brücke nochmal... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da habe ich jetzt einen gravierenden Fehler gemacht. Kriegen wir die Brücke noch wieder hergestellt? Oh, shit. Oh, nein. Das ist jetzt ein gravierender Fehler gewesen, weil normalerweise ist hier die Brücke. Ich hab's auch nicht abgespeichert. Ach, Leute, nein. Verdammt. Ja, da ist jetzt meine Uhr, aber das ist mir jetzt scheißegal. Ich will diese Brücke hier wieder haben. Gib mir diese Brücke wieder. Ah, danke. Danke. Danke, 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 danke. Zu niedrig für Fähren. So, dann machen wir das so. Höhe für Fähren, okay. Oh, ja, okay. Nicht schlimm. Die Schiffe müssen ja drunter durchpassen. So, okay. Ja, perfekt. Na gut. Glück gehabt. Richtig Schwein gehabt. Das hätte böse enden können. Gut, dann machen wir hier nochmal kurz schnell noch ein neues Wohngebiet hin. Weil ich möchte den Berg loswerden, tatsächlich. So.
Jawohl, perfekt. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, das wissen die vier, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.